So, machen wir gleich weiter mit der Installation des GNOME Desktops auf unserem Video, von unserem vorhergehenden Video mit der Arch Base Install. Nachdem wir jetzt ein sauber installiertes Grundsystem haben, wollen wir ja auch den Desktop Manager haben. In einem meiner vorherigen Videos habe ich erklärt, welche Desktops es gibt. Es gibt den KDE, den GNOME, den XFCE, den Debian, den Lightmin und so weiter und so fort. Wir installieren heute mal den zweiten der großen Desktops. Das sind der bekannteren Linux-Desktops, den GNOME. Und den dazugehörigen Login-Manager GDM, den GNOME-Desktop-Manager. So, prinzipiell eigentlich ähnlich wie bei KDE. Es gibt ein wunderschönes Meta-Package dafür. Was ich allerdings zuerst machen möchte, was ich mich vergessen habe. Die Bash Completion. Ein unglaublich nützliches Tool. So, einmal neu einloggen. Ja. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das ist aber ein interessanter Bug. So. Sudo minus i. Wir werden einmal root und dann pacman-s gnome-meta und den gdm3. Oh, gut, dann wollen wir mal gucken, wie das gnome-meta-Package heißt. Ja. Okay. Nur Gnome? Ich bin kein Gnome-Fan. Von daher. So, was haben wir denn hier? Evinate, File Roller, GDM Edit. Ah, ich sehe, er installiert mir hier im Endeffekt auch direkt das. Er gibt mir hier auch die Möglichkeit, direkt Standardsoftware mit zu installieren. Das ist eigentlich ganz gut, weil dann habe ich direkt auch die ganzen Standard-Tools mit drin, die ich eigentlich erst nachinstallieren muss. Ich glaube, das wäre sogar interessanter. Ja, end a section, default all. Dann machen wir das. Installieren wir direkt einfach mal alles. Wir möchten hier Jack 2 und wir nehmen GTK, nachdem GNOME ein GTK-Desktop ist. Hier ist auch wieder Download Size 490 MB total installiert. 2 GB, ja. Aber wie gesagt, die Desktop-Oberfläche mit allen Tools, also mit allen Standard-Tools, ist eigentlich, ja, es geht eigentlich. Wobei es eigentlich sogar recht schnell geht. Das ist auch ein Grund, warum ich Arch, wie gesagt, so gerne nutze, weil es halt wirklich richtig schön schnell ist und vor allem auch sehr aktuell ist. So, jetzt sind wir bei der Installation. Jetzt werden die Pakete noch verifiziert, dass sie auch nicht fehlerhaft heruntergeladen wurden. Jetzt werden hier nochmal Kernel-Module eingebaut, die ihr braucht. Die Missing Firmwares kann man erstmal ignorieren. Das sagt er mir eigentlich immer. Wenn ich die Hardware installiert hätte, dann würde ich sie brauchen. So, und damit wäre der GNOME installiert. Was wir noch machen müssen, ist, wir müssen den GDM beim Start aktivieren. So. Jetzt könnten wir noch mal was gucken. Pacman-s Package Kit. Gibt es hier einen? Ja, jetzt nehmen wir es mal mit. Vielleicht war es das ja auch schon. So, und jetzt machen wir einfach mal einen Reboot.
Theoretisch sollten wir nämlich jetzt direkt mit einem grafischen Login-Manager begrüßt werden, der uns sagt: Hey, willkommen bei GNOME. Ja, funktioniert. Das ist unser grafischer Login-Manager. Wir loggen uns direkt mal ein und sind direkt in unserem Desktop. Ja. Was bei GNOME ein bisschen anders ist als bei KDE oder was die Bedienung von GNOME eigentlich so einzigartig macht, ist das Bedienkonzept, weil ihr seht, es ist ein komplett leerer Desktop. Ich kann hier meinen Hintergrund noch anpassen. Ich kann hier wirklich. Es ist ein sehr einfacher Manager, der aber trotzdem sehr, sehr viele Möglichkeiten zum Anpassen gibt. Und hier habt ihr dann eben Standardprogramme oder ihr könnt sie euch anzeigen lassen. Und das sind halt, das ist einer der Gründe, weswegen manche Leute, entweder man liebt GNOME oder man hasst GNOME. Also ich habe noch keinen wirklich erlebt, der sagt, oh, naja, so ein bisschen mag ich ihn. Ist irgendwie immer so eine Hassliebe. GNOME ist sehr schnell. Und hat eben sein eigenes Bedienkonzept. Man merkt einfach, dass er bei der Erstellung der Bedienung Wert darauf gelegt wird, dass es auch mit Touch-Displays funktioniert. Ihr seht ja auch von dem Layout her, das könnte ich mir perfekt auf einem Tablet vorstellen. Aber es funktioniert. Es funktioniert sogar unglaublich gut. Ich habe hier auch meinen eigenen Store, in dem ich hier auch ganz normal meine Tools nachinstallieren kann. Wo habe ich denn die Suche? Hier. Ich kann hier meine Browser alle über den wunderschönen Store installieren, was auch recht schnell eigentlich funktioniert. Nicht so schnell wie bei KDE mit Discover, aber es sollte auf jeden Fall auch funktionieren. Der wird jetzt auch noch nachher installiert. Ich kann leider nicht so viel zu GNOME sagen, da ich, um ehrlich zu sein, bin, GNOME eigentlich nicht wirklich benutze, weil für mich ist GNOME, ja, ich mag das Bedienkonzept einfach nicht. Es gibt Leute, die den wirklich richtig toll finden und wer ihn benutzen möchte, liebend gerne, nutzt ihn. Ich finde ihn, wie gesagt, recht schick, aber das Bedienkonzept ist für mich einfach nicht angenehm. Ich habe dann, es gibt auch die Möglichkeit, GNOME zu erweitern mit der sogenannten GNOME Shell. Jetzt muss ich mal gucken, wie lange braucht denn mein. Ah, Firefox wird noch installiert. Braucht doch ein bisschen länger als gedacht. Aber es gibt die Möglichkeit, eben mittels eines Add-ons den GNOME Desktop ein bisschen anzupassen und zu erweitern. Jetzt hat er mir auch den Firefox installiert. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist den ganzen eindeutschen. So, wo haben wir die Settings? Removal Medias Printers, Download. Region and Language. Genau, Language. Unspecified. Das hört man doch gerne. Ich möchte gerne Deutsch haben. Meine Formate sind bitte auch in Deutsch. Und mein Keyboard Layout soll bitte auch in Deutsch sein. Das Ganze schieben wir hier nach oben, weil, ne, und den Englischen können wir eigentlich entfernen. So, Restart Session to Take Effect. Ja, GNOME ist übrigens sehr direkt, also ich muss hier noch irgendwo Apply drücken. Er macht es mir wirklich alles direkt. Dann kann ich den hier nochmal kurz schließen und kann hier jetzt einfach mal sagen Restart. Und dann müsste mein GNOME eigentlich in Deutsch sein. Also mein Login ist schon in Deutsch. GNOME ist auch sehr stark, also ja, Namen aktualisieren. So, und dann ist mein GNOME eingedeutscht. Dokumente, Einstellungen, Erweiterungen, also es funktioniert auch einwandfrei. So, Applications Menu, genau. Ich möchte gerne ein Menü mit meinen Anwendungen haben. Dann Automove Windows, brauche ich jetzt eigentlich nicht. Launch New Instance, jawohl, das möchte ich. Native Windows Placement, Removable Drive Menu, das kann man auch mal drin lassen. User Themes kann man drin lassen. Die Window List brauche ich jetzt eigentlich weniger. So. Dann habe ich hier zumindest schon mal ein Menü für diejenigen, die es möchten. Man kann immer noch über Aktivitäten gehen. Genau, ich wollte noch die GNOME Plugins zeigen.
GNOME Shell Extensions. Genau. Dafür gibt es eine Browser-Erweiterung, die man installieren muss. Das lässt sich ja auch sehr schnell erledigen, hinzufügen und somit ist die GNOME-Erweiterung drin. Und jetzt kann ich nämlich hergehen und kann hier meinen GNOME noch ein kleines bisschen anpassen. Genau, der Native Host Connector wurde noch nicht installiert. Das lässt sich aber auch sehr schnell erledigen. Sudo pacman-s chrome gnome shell. Warum eigentlich Chrome, verstehe ich jetzt nicht, weil wir haben ja einen Firefox laufen, aber okay. So, dann brauchen wir hier eine Konsole. Ich habe keine Konsole installiert. Doch, da ist Terminal, heißt sie hier. So, einfügen. Ah, ich brauche Rootrechte. So, dann machen wir hier mal einmal zurück und einmal neu. Ach, ich muss noch starten. So, da bin ich GNOME Shell, Available Official Repositories. Muss ich den Browser komplett neu starten? Das wäre auch eine Lösung. Wie gesagt, ich bin kein Fan von GNOME. Wurde aber in der Default Connector nicht erkannt. Probieren wir es. Was wir auf jeden Fall noch machen können, was auch sehr hilfreich ist, L-S GNOME Tweaks, genau, da war's. GNOME Tweaks ist ein kleines Tool, mit dem man GNOME so ein bisschen erweitern kann. War das nicht schon? Nee, hat es jetzt neu installiert oder? Nee, er hat es nicht neu installiert. Terminal GNOME-Tweaks. Ah, genau. Ich glaube, das heißt irgendwie erweiterte Einstellungen. Kann das sein? Wetter, Websoftware, Texteditoren, Videos. Kartenkontakte, Q-Kalender, Hilfsprogramme, Archivbilder. Ja, man sieht hier schon, dass Optimierungen, genau, Optimierungen ist das Tool. So, hier kann man dann auch noch mal ein bisschen nachjustieren. Unter anderem das Erscheinungsbild kann man hier anändern. Die Erweiterung, die man vorher im eigenen Menü hatte, kann man hier noch mal bearbeiten. Und genau, die obere Leiste. Hier möchte ich gerne die Uhr angezeigt haben. Ja. Sonntag. Und die Sekunden möchte ich mit angezeigt haben. Oder die Kalenderwoche. Ne, die zeigt er mir nicht an. Das geht halt immer noch nicht. Dann kann ich hier meine Schriftarten noch ändern, meine Stadtprogramme verwalten, Tastatur und Maus. Und hier kann ich auch irgendwo einstellen. Nee, das kann ich nicht hier einstellen. Es gibt noch eine Einstellung, dass ich sagen kann, sobald eine Maus an einem Laptop angeschlossen ist, dass mein Touchpad deaktiviert wird. Aber das ist der Reihe nach. Das hier ist der Store, in dem lässt sich neben GNOME-Anwendungen, lassen sich hier auch andere Tools aus dem Google, Android Studio, VLC, Videos. Nee, es lässt sich wohl doch nur aus dem normalen Pacman Repository installieren. Schade. Aber wie gesagt, das ist mein Store, ähnlich wie Discover bei KDE. Ich bevorzuge trotzdem immer noch. Wo ist denn mein Terminal? Hilfsprogramme. Ich bevorzuge trotzdem immer noch Yay. Auch hier Teamspeak 3, Discord und Steam und Lutris möchte ich jetzt installieren.
So, ich nehme wieder die Lotofonts, weil ich die einfach besser finde. Ich nehme Vulkan Intel und hier auch wieder Vulkan Intel. Wenn ihr natürlich eine Nvidia-Grafikkarte habt, hier die Nvidia-Grafikkarte verwenden. Bei einer AMD-Grafikkarte natürlich Vulkan Radeon oder AMD VLK. Installation fortsetzen und dann läuft das durch. So. Also wie gesagt, die Installation von Anwendersoftware unter Arch ist mittels Yay oder dem Our Repository eigentlich recht einfach. Die Verwaltung auch. Wie gesagt, ein komplettes Systemupdate mache ich mit sudo pacman minus großes S YYU oder auch mit Yay S YYU, wenn ich meine ganze Drittanbieter-Software mit aktualisieren möchte. Und prinzipiell ist das Ganze hier eigentlich, wie gesagt, ich habe Firefox, ich habe Steam, ich habe TeamSpeak, ich habe Discord, ich kann im Endeffekt genauso arbeiten wie auf Windows. Also der einzige Unterschied ist, dass ich glaube ich mit Linux mehr Aufwand habe, Spiele zum Laufen zu kriegen. Aber prinzipiell ist es eigentlich kein wirklich großer Unterschied. Also ich kann hier auch. Steam wird jetzt nur noch updaten, wird dann auch Steam wird auch laufen. Also, wie gesagt, prinzipiell geht es mir eigentlich darum, euch zu zeigen, wie installiere ich ein System mit einer grafischen Oberfläche, mit dem ich dann einfach meine tägliche Arbeit verrichten kann. Auf die Frage, hey, wie kann ich Linux lernen, ist auch meine Standardantwort eigentlich immer, indem du es benutzt. Weil es gibt kein Buch, das euch von jetzt zu dem totalen Linux-Experten machen wird. Ihr werdet definitiv Linux benutzen müssen, um zu wissen, wie man es benutzt. Also, wie gesagt, ich habe zum Beispiel das Problem, ich habe mir jetzt über Lutris ein Spiel installiert, das nicht starten will. Jetzt muss ich halt eben auch die Bereitschaft dazu haben, mal zu gucken, warum läuft es denn nicht und nicht einfach aufgeben und sagen, das alles mag ich nicht, ich gehe zurück zu Windows, weil da läuft's. Wer ein Betriebssystem haben will, das einem die komplette Arbeit abnimmt, Windows, Mac, gibt es genug Alternativen. Wer Linux nutzt, muss halt bereit sein, sich ein bisschen darauf einzulassen, ein bisschen zu stochern, ein bisschen herauszufinden, warum funktioniert was, wie es funktioniert. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum sehr viele Leute sagen, Linux ist nur was für Experten. Ist es nicht, es ist eigentlich für jeden. Man muss einfach nur die Bereitschaft haben, sich ein bisschen hinzusetzen und zu gucken, wie funktioniert mein Betriebssystem. Gut. Aber wie dem auch sei, ich probiere jetzt nochmal einen Neustart. Vielleicht liegt es auch daran, dass meine Add-ons nicht funktionieren, einfach nur daran, dass ich mal eventuell mich neu einloggen muss. So. Oder es liegt am falschen Browser. Nee. Gut, wir haben ja den Chrome-Connector installiert. Vielleicht liegt es ja wirklich an Chrome. Ja, ich nutze Chromium. Ich bin kein Fan von Google Chrome, weil da sind mir zu viele Google-Spionage-Tools mit drin. Deswegen eigentlich Chromium, weil Chromium auch im Endeffekt die Basis ist, aus der Google seinen Browser baut. Also ist im Endeffekt Google Chrome ohne Google. So, Chrome Extensions. Ja, ich stimme zu. Gnome Shell Extensions. So, jetzt möchte er mir hier noch die Browsererweiterung installieren. Hinzufügen. Nein, ich möchte nicht synchronisieren. So, einmal aktualisieren. Hier funktioniert es. Also liegst du doch am Connector, dass der mit Chrome oder Chromium besser funktioniert. Aber wie gesagt, hier kann ich jetzt hergehen, kann mir eben ein paar Add-ons nachinstallieren. Das wollte ich definitiv noch zeigen. Zum Beispiel sowas hier, Show IP. Einfach hier auf Anmachen. Er sagt Erweiterung installieren. Ah, oh, Fehler. Kann auch sein, dass es deswegen, dass er erst ein Neustart des Chrome braucht, dass das Gnome Desktops braucht, bis es funktioniert. Allerdings könnte ich auch hier sagen, Aktualität kompatibel zu meiner Version.
So, jetzt kriege ich schon mal nur die Extensions angezeigt, die eben mit meiner Chrome-Version kompatibel sind. Zum Beispiel, das hier ist nützlich. Genau, da kann ich für meine einzelnen Anwendungen sagen, jawohl, wenn ich jetzt auch wieder einen Fehler kriege, dann, ja, ich muss, glaube ich, den Chrome erst, den GNOME-Manager erst neu starten. So, dann Big Avatar als User Avatar, the Menu Panel. Ihr seht schon, Englisch ist nicht schlecht, es zu können, wenn man Linux benutzt. Jiggle, Jenkins, Egg-Timer. A realistic Egg-Timer for the top panel. Works on Ubuntu. Ja, es gibt auch sehr komische Add-ons. Aber wie gesagt, kann man hier noch sein System ein bisschen mit erweitern. Creates a small system utility window in the left side of the panel. Ja, probieren wir es doch mal aus. Ah, das ist neu. Systemmonitor. Ah, welche Prozesse laufen gerade? CPU-Chronik. Das ist nützlich. Also das ist wirklich nützlich. Das kann man eventuell mal lassen. Ich kann natürlich jetzt auch hergehen und kann hier oben sagen, ah, der Nicht-Stören-Button ist drin. Wallpaper-Mode, Translate Indicator, Apps to Panel, DuckDuckGo Search Provider. Ja, doch, das ist, lässt sich schön erweitern. Wie gesagt, da könnt ihr selbst mal suchen. Man kann hier oben auch anpassen. Ich komme nur nicht mehr ganz dahinter, wie. Wie gesagt, der GNOME ist auch sehr stark customizable, aber eben nicht so stark wie GNOME, wie KDE. GNOME ist leider, ja, es ist ein bisschen, das ist einer der Gründe, warum damals Linus Torvalds von GNOME 3 weggeswitcht ist, weil GNOME eben sehr viel Einstellungen dem User weggenommen hat, die man eben erst eben über das GNOME-Tweak-Tool oder eben über andere Drittanbieter-Tools wieder reingekriegt hat. Der GNOME-Desktop lässt sich leider nicht so stark anpassen wie KDE. Aber wie gesagt, Einstellungen, die man im GNOME macht, werden halt auch direkt aufs ganze System, also alles, was mit GNOME zusammenhängt, übernommen. Das heißt, mein Login-Manager wird mitbearbeitet, meine Anwendungen werden alle bearbeitet, alles, was unter GNOME läuft, ist davon direkt betroffen. Was ein ja, mehr zusammenhängendes Designgefühl gibt. Es sieht nicht mehr alles so zerrupft aus wie bei anderen Desktops. Aber gut, wie gesagt, das war GNOME. So installiert ihr ihn, so benutzt ihr ihn, so passt ihr ihn an, so deutscht ihr ihn ein. Und ja, das nächste wären dann so ein paar Drittanbieter, beziehungsweise Drittanbieter, so ein paar etwas unbekanntere Desktops, die auch ein sehr interessantes Bedienkonzept haben. Bis dann.